Mach mal live. Hallo, wir sind wieder da. Oh, André Wow. hat das neue. André ist gar nicht mehr in Berlin und hat trotzdem ein Hipster-Getränk dabei, wie man sehen kann. Es ist Ja. ein Kristallsmoothie. Ein Kristallsmoothie. Aber Schön. ganz kurz, weil Alpaka hat gefragt Ach nach dem so, ja, einen aus klar. Juni. Moment. Wir haben ja das letzte Mal oder vorletzte Mal drüber geredet. Hier, meine leben noch. Ich glaube, es sind die einzigen. aber ich habe sie neulich quasi neu gefüttert und jetzt schwimmen sie oben. Davor waren sie immer unten. Und wenn man es dann so schön schüttelt, ich habe es leider ein bisschen zu voll gemacht. Vorher waren sie Darmatmer, Julia. Jetzt sind sie ganz normal Kiemenatmer. Dann hat man so eine richtig schöne grüne Brühe. Und ja, die stehen bei mir einfach so rum. Und ihnen geht's bei mir anscheinend sehr gut, bei Reinhard und Nico nicht so. Und bei André und Inge hat es auch nicht so gut geklappt. Aber ich Ich kann habe mich keine nicht Sorgen. beschweren. Tja. Genau, ja, ich weiß nicht. Bei mir stehen sie jetzt hier so. Mal gucken, wie Hat lange. Lavalampe. Genau. Und meine Genau. kleinen Freunde. Algis. Ja, also sie haben auf jeden Fall. Ja, schaut schon cool aus, ne? Ist schon eine schöne Ja, Farbe. schon nett. Beeindruckend. Vor allem, weil du auch gar nicht immer da bist. Also vernachlässigte Algen sind die besten Algen. Ach so, ja, ich fütter die auch nicht so oft jetzt. Das geht schon. Aber ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, ein bisschen der Trick ist, dass die bei mir gar nicht so viel Licht abkriegen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich ist es zufällig gerade so genau die richtige Lichtintensität, die sie brauchen, wahrscheinlich. Und die Liebe, die du da reingibst. Und die Ja. Liebe. Ich sprech jeden Tag mit ihnen. Siehst du? Unterschied makes a whole difference. Lass uns mal mit diesem Kristallsmoothie da sprechen, der bei Herrn Dr. Lampe auf dem Tisch steht. Ja, lass mal Das ist mit ein Lamp neues sprechen. Trend. Es ist ein Trendgetränk aus dem Umland von Berlin. Nee, ist kein Trendgetränk. Was ich hier mal vorbereitet habe, weswegen ich die Pause auch brauchte, ist ein Wasserglas. Hallo, Fokus. Mit Marshmallow. Mit, Ja. ja genau, ist einfach nur Leitungswasser. Und stell dich scharf, liebe Kamera. Ich finde es scharf. Du findest es scharf? Nee. Nein. Ja, Nee, okay. Ich nee. habe es aber auch nur auf klein hier. Ja, sie zoomt so rum. Sie zoomt so Ja, rum. die sucht nach irgendeinem Punkt, mit dem sie was anfangen kann. Ja, wie dem auch sei, ich glaube, man kann es so auch gut sehen. Das hier ist ein Modell für Regenwolken. Nämlich hier unten drunter ist ganz normales Leitungswasser und hier oben drauf, hier das hier, das ist Rasierschaum. Fancy. Ja, und ich habe keinen Rasierschaum gehabt, ich benutze nur Rasiergel und jetzt musste ich halt in der Pause Rasiergel mehrfach zwischen meinen, oh, ich habe noch was am Arm, zwischen meinen Handflächen verreiben und dann langsam oben in das Dings reingeben. Was man nämlich toll hiermit machen kann, wenn man das auf Wasser drauf gibt in ein Wasserglas, dann kann man gut verstehen, wie die Dynamik funktioniert, wann Wolken anfangen abzuregnen. Also, das ist ein schönes Experiment, was man mit Kindern machen kann. Es saut nur, also, es ist nichts Schlimmes. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Lebensmittelfarbe in Wasser vorbereitet. Das ist dann, hier fängt es dann an, ein bisschen schlimm zu werden. Deswegen vielleicht in gekachelten Räumen mit Kindern das machen. Und wenn ich jetzt anfange, Wasser hier oben auf meine künstlichen Wolken zu geben. Ich muss mal die Kamera ein bisschen hochstellen, damit man das auch sieht, dass ich da was drauf träufel. So. Blub, 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 blub. Beziehungsweise ich kann das mal direkt zeigen. Da. Ja, der Beweis. Ja, ich träufel das da jetzt mal drauf. Und es kommt nichts unten raus. Ja? Nee. Jetzt habe ich Ach, mal so eine scheiße. Pipette voll da drauf gegeben. Ich versuche auch mal am Rand zu träufeln. Man sieht das dann vielleicht ein bisschen, was passiert mit dem Schaum. Da sieht man es so ein bisschen. Es sinkt ein, aber wird aufgenommen, weil Rasierschaum ist halt, naja, Luft gemischt mit Seifenzeugs und Wasser. Das heißt, erstmal ist hier Wasser mit Lebensmittelfarbe etwas, was sich da gut drin einfügt. Aber an irgendeiner Stelle, der ein oder andere kennt das vielleicht vom Rasieren, wird der Schaum weniger schaumig und kann quasi sein Wasser nicht mehr halten, könnte man sagen. Und Pipi.
Genau, und dann wird es verliert es schlagartig die Schaumkonsistenz und es schlägt quasi, wird schmieriger. Und so ähnlich funktioniert es bei Wolken auch. An irgendeinem Punkt ist die Aufnahmekapazität von Wasser bei den Wolken erschöpft. Ich mache jetzt hier mal einfach weiter und irgendwann fangen die dann halt an zu regnen. Das kann natürlich auch noch äußere Umstände haben, Luftdruck und so. Und jetzt hier geht's los. Da ist der Okay. Durchschlag und es sieht total großartig aus. Es regnet. Da Ja, fängt aber es krass, an zu ey. regnen, genau. Warum hast du denn eigentlich blau genommen? Das, weil mein Grün nicht so gut sieht. Ja, ich freue mich über das Blau. Auch. Fogg hat halt geschrieben, wann kommt die Kritik an der Farbauswahl? So, und da sieht man dann, wenn ich jetzt noch mehr Wow. drauf gebe, es ist an einer Stelle quasi angefangen, dass es da durchbricht. Und jetzt gebe ich hier an der Seite was raus, aber jetzt müsste es gleich, seht ihr, in der Mitte kommt es jetzt trotzdem weiter runter. Das heißt, Wow. da fängt es an durchzubrechen. Und ich finde, es ist echt großartig. Ich schiebe es mal näher, damit man noch mehr davon sehen kann. Ja, sehr schön. Und mache noch ein bisschen weiter. Sturm im Wasserglas oder auch Kristallsmoothie aus Brandenburg. Geil. Ja, ist ein total schönes und einfach zu machendes Experiment. Und man kann dann halt auch mehr, mal mehr Schaum, mal weniger Schaum oder so reinmachen und so. Und ich denke, dafür wird es mal Zeit, dass ich dann vielleicht nochmal auf Plötzlich Wissen eine neue Versuchsanleitung schreibe. Ich probiere es jetzt nochmal Wollte ich mit Ihnen dem mal weißen Papier sagen. dahinter. Oh, da fällt mir gerade was ein. Das wollte ich euch noch zeigen. Oh So geil ja. ist es nicht. Es ist mit einfach Licht dahinter viel schöner. Ja, mit dem Licht ist das sehr Aber schön. die Ja. Kamera dreht irgendwie am Rad. Ich habe das nur in klein und da geht das hier. Wenn man sich das auf Discord anguckt, anstatt im Stream. Ich habe nämlich heute Post gekriegt. Du hast Post. Von dem Lehrermagazin Lebensmittelpunkt. Ich wusste nicht, dass es Lehrermagazine gibt. Okay. Warte, ich mach mal wieder uns hier Und sie alle haben mir oder gleichberechtigt an. uns das zugeschickt, weil sie nämlich hier von unserer Anleitung, Experimente-Anleitung von Plötzlich Wissen, unser Foto benutzt haben. Ah. Genau, hat uns eine Ah. E-Mail geschrieben, ob sie das benutzen dürfen. Da ging Ja, es auch um stimmt, da war Mikroplastik und wie man Mikroplastik aus Kosmetikprodukten rausfiltern kann. was. Also um sich das Ja. anzugucken, nicht irgendwie, dass das irgendeinen Zweck hat, sondern auch eben so als Experiment für Schüler sehen zu können, wie viel Mikroplastik in so Produkten ist. Aber das ist auch witzig, weil eigentlich nämlich das Foto ist nämlich eigentlich auch das, was da ist, das ist eigentlich gar kein Mikroplastik. Was da Sondern. rausgefiltert ist, das sind irgendwelche natürlichen Produkte, ich weiß nicht, irgendwelche Steinchen oder sowas. Okay. Ich habe das dann nochmal, das war eigentlich auch, das war quasi nur ein Versuchsding. Ich habe das dann nochmal gemacht, wirklich mit Mikroplastik. Das Ding war bloß, also das haben wir dann auch für die Ausstellung benutzt. Das Ding war bloß, ich habe eigentlich kein Produkt mehr gefunden mit Mikroplastik drin. Das war das Problem an der Sache. Ich war wirklich, glaube ich, in 10 Läden oder so und habe da diese ganzen Peeling-Sachen durchsucht und bin dann fündig geworden beim Douglas mit irgendeinem Peeling, das aber auch, glaube ich, das war nur noch das allerletzte, das sie da hatten mit einem Produkt, das irgendwie auch schon 2 Jahre alt war. Und da war wirklich noch, waren diese, ja, diese Peeling-Partikel drin, noch wirklich Plastik. Also das hat sich extrem stark verbessert. Genau. Und deswegen, das auf dem Foto ist gar kein Plastik. Aber ja. Das ist trotzdem ein schönes Experiment. Da kannst du dich direkt bei der VG Bildkunst anmelden als Urheber. Das sollst du ja sowieso. Ich hoffe, du hast das schon gemacht, Julia. Nee, ich habe mich bei VG Wort, aber nee, bei Aber VG bitte Bild bei habe ich der mich VG nicht Bild gemeldet. musst du dich unbedingt anmelden, weil du hast auch Ja. deine ganzen Illustrationen selber gemacht Ja, für dein ja, Buch. ja, ja. Also bitte. Bitte, bitte, to do. Aufgeschrieben. Muss Oh, meinem Mutti-Charakter wieder gerecht werden im Team ja. hier. Ja.
Aber mein ZDF-Beitrag kam am Sonntag. Fällt mir auch gerade an. Oh, können wir uns den angucken? Ich glaube nicht, oder? Können wir. Nero Börner, es gibt für Leute, die schreiben oder also für die kreativ arbeitenden Menschen, die Illustrationen machen oder Fotos, gibt es die VG Bildkunst und für die Leute, die nur schreiben, gibt es die VG Wort und das sind beides rechte Verwertungsgesellschaften, die Auszahlungen machen an die Urheber. Also wenn du jetzt ein Verlag bist und du benutzt die Illustrationen von jemandem und du benutzt den Text von jemandem, dann musst du an die VG Wort und die VG Bild Geld abgeben und das zahlen die wiederum an den Urheber aus. Wenn das Buch ausgeliehen wird, bei Bibliotheken zum Beispiel. Ist so ein bisschen wie die GEMA, oder? Ja, so ähnlich. Ja. Ein bisschen wie GEMA für Schriftsteller oder Künstler. Ja, genau. Und VG Wort kriegt man tatsächlich als Wissenschaftler, wenn man Paper einreicht. Das wissen, glaube ich, nur die wenigsten Wissenschaftler. Und die veröffentlicht werden bei Springer und so, dann kriegt man dafür auch Geld, wenn die downgeloadet werden und benutzt werden in Bibliotheken. Ja. Ja. Und Für die Abschlussarbeiten lohnt es sich auch. Doktorarbeit oder sowas. Ja, immer schön da Mitglied werden. Das ist dann so eine Art Weihnachtsgeld. Es ist nicht viel meistens, es sei denn, man wird Bestseller-Autor, so wie Julia zum Beispiel. Dann. Ich habe vorhin gerade auf meiner Facebook-Seite geteilt, wie viel Anteil man als Autor an Buchausleihe und Buchverkäufen hat. So, das ist ja im Cent-Bereich. Also. Ja. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich hatte neulich, ich glaube, der ist von Hansa im Podcast oder so. Bin mir gerade nicht sicher, ich müsste nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall hat da der Geschäftsführer von Hansa hat da mal aufgedröselt, was bei einem 20-Euro-Buch, wo das ganze Geld hingeht. Das war sehr interessant. Oh ja. Also nicht so viel beim Autor. Nee, und aber auch nicht im Verlag. Die größte Marge ist beim Buchhändler. Ja, genau. Das hat mich zum Beispiel sehr überrascht. Aber ich meine natürlich, also ja klar, also ich meine, die Buchläden müssen ja auch was verdienen, weil die müssen ja auch ihre Angestellten bezahlen und dies und das und so. Aber ja, und er hat halt dann auch so ein bisschen erzählt, wie das ist mit zu Vorschüssen und wie das quasi auch für die halt so ein Game ist und dass sie halt oft auch einfach quasi halt Verlust machen damit und und dann aber halt wiederum mit anderen Büchern nicht und dies und das und so. Es war sehr interessant. Wenn euch das interessiert, kann ich nochmal raus mir angucken, wie der Podcast hieß. Aber also ja, wenn euch sowas interessiert, ich fand es interessant. Ja, mich interessiert das auf jeden Fall. Und Frage von Nero Börner, aber du musst dich bei denen melden, bei denen. Und wer bekommt das Geld, wenn du dich nicht meldest? Naja, es wird dann nicht an dich ausgeschüttet. Also, also es gibt einen Topf von der VG Wort, wenn du dort Mitglied wirst, dort bekommst du dann einen Anteil. Du musst halt nachweisen, dass bestimmte Wortwerke, also ich glaube, die sind nicht miteinander verknüpft. Es ist jetzt nicht so, dass du die 3 Cent von dem einen Download gehen durch die VG Wort und landen dann bei dir. Weißt du, das ist also so ein Pooling-Ansatz. Wenn du dich dort gemeldet hast und nachweisen kannst, also dann gibt es so Tracking-Pixel und hast nicht gesehen, um die man sich dann kümmern muss. Und dann kriegst du einen Anteil bei Online-Sachen. Ja, wenn Bibliotheken also die VG Wort, die hat Beispielbibliotheken und dann wertet die aus, welche Bücher sind da ausgeliehen worden. Und dann kannst du tatsächlich auch das Pech haben, dass deine Bücher nicht in dieser Beispielbibliothek sind, allerdings in anderen Bibliotheken, dann kriegst du trotzdem kein Geld, weil es nicht in der Beispielbibliothek war. Und du kannst dich auch nur anmelden, wenn deine Werke in der Nationalbibliothek gelistet sind, weshalb ich jetzt zum Beispiel gerade dabei bin, einige meiner Werke bei Verlagen nochmal anzufragen, dass die bitte in der Deutschen Nationalbibliothek anmelden, damit ich die eingereichen kann als Werke. Ja, das ist auch eine interessante Seite dieser ganzen Tätigkeiten. Es ist halt Administration für Kreativarbeitende. Ja. Aber es lohnt sich auch, wenn man Glück hat und ausgezahlt wird. Ja, es ist immer kompliziert, aber das ist, also ich finde das nicht so, also die VG Wort und die VG Bildkunst ist nicht sowas Furchtbares wie die GEMA. Das muss man ganz klar unterscheiden. Also das ist, da gibt es diese Verwertungsgesellschaft für die Musikindustrie, hat einen bewegt viel, viel mehr Gelder
da und macht ein anderes Lobbying als die, also bei der VG Wort stehe ich auch nicht hinter all dem, was sie sagen, aber das darf man nicht in einen Topf werfen. Ich bin sehr zufrieden, dass es die gibt, weil es gibt Weihnachtsgeld. Ja. Ja. Ich habe den Podcast gefunden. Das ist der zweite Link. Also ich habe Okay. zuerst den ersten, das ist der normale Hansa-Podcast. Das ist quasi die letzte Folge. Und der zweite Link ist dann aber direkt die Folge. Ja. Ein großer Spaß, Bücher zu kalkulieren. Jeder Verlag Ja. hat einschlägige Excel-Tabellen dafür. Ja, also falls jemand interessiert, genau, was, warum ein Buch so viel kostet, wie es kostet und wohin das Geld davon geht, ist auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall. Julia, wir Haben haben noch wir. ein Hi-Thema. Ja, wir haben noch das Ja, stimmt. Hi-Thema. Hi, Hi, Julia. Julia. Hi. 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 Ha. Ja, und zwar bin ich letzte Woche auf ein Paper gestoßen. Oh, Das und fand das ich sehr ist. interessant. Du weißt schon, wer es hasst, oder? Ich hasse Haie. Ja. Dogs haben ein Problem mit Haien. Ach, der Herr. Ja. Genau, und zwar geht es darum, habt ihr sicher alle schon mal gehört, dieses Unfälle mit Haien, also dass Menschen von Haien gebissen werden, das Ding, dass die wahrscheinlich mit Seehunden oder Seerobben verwechselt wurden. So, habt ihr sicher schon mal gehört, oder? Ich auf jeden Und Fall, ja. genau, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, gerade Surfer und so, ne? Und tatsächlich ist eben diese ja schon sehr naheliegende Idee halt noch nie wirklich wissenschaftlich untersucht worden. Und deswegen wissen wir nicht, ob das stimmt. Und jetzt ist eben ein Paper rausgekommen, das sich das mal versucht hat, genauer anzugucken. Ne? Und das ist auch Open Access. Das ist Open Access, ja. Ja. Genau. Und ja, fand ich gut und habe deswegen da mal reingeguckt. Genau, und sie erzählen da halt auch ein bisschen, also dass es halt, es gibt Haiunfälle, also wir hatten ja schon mal so Zahlen, so ungefähr im Jahr 80 auf der ganzen Welt, also es ist extrem wenig. Aber für die meisten Unfälle sind halt eigentlich drei Arten verantwortlich, und zwar sind das weiße Haie, Tigerhaie und Bullenhaie. Und es gibt eben provozierte und unprovozierte Haiangriffe. Und das, worum es hier geht, sind unprovozierte Haiangriffe. Das heißt eben, jemand war irgendwie schwimmen oder surfen oder was auch immer, Kajak fahren oder so. Und die werden einfach von einem Hai angegriffen, ohne dass sie den vorher gesehen haben, ohne dass sie geangelt haben, ohne dass sie irgendwie den Hai vorher geärgert haben oder so. Das sind dann unprovozierte Haiangriffe. Und so. Genau, jetzt ist es so, sie haben sich jetzt den weißen Hai ausgesucht als Forschungsobjekt, sage ich mal. Und man geht eben davon aus, dass bei Haien die Sicht schon sehr wichtig ist zum Jagen. Also zumindest so im Bereich von 15 Meter zur Beute entfernt. Und man weiß schon auch bei weißen Haien, dass die eben auch spezialisiert sind auf oder unter anderem spezialisiert sind auf Beute an der Wasseroberfläche. Und man weiß eben auch, dass quasi, wenn man ihre Augen angeguckt hat, dass sie eben vor allem quasi neben dem Kopf und alles, was über dem Kopf ist, sehr gut sehen können. Was eben dafür auch spricht, dass sie gezielt an der Oberfläche jagen. So. Muss ich jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Klassiker. Ich suche mal das erste, die erste Abbildung. Oh Ja, ja. nee, warte mal mit den Okay. Abbildungen noch. Nimm den Text, der Genau, ist unverfänglich. also man, von Daten weiß man auf jeden Fall, dass vor allem Surfer eine sehr gefährdete Gruppe sind, was Haiangriffe eben anbelangt. Und dann ist es eben so, dass das Jagdverhalten, das man sieht bei Surfern, eigentlich auch ein typisches Jagdverhalten ist. Also in der Hinsicht, dass in der Regel, auch wenn Haie Seehunde jagen, dann beißen die einmal zu und dann schwimmen die weg und warten quasi, bis das Tier ein bisschen ausblutet und müde wird und sich nicht mehr so wehren kann und so. Wenn Menschen angegriffen werden, ist das in der Regel auch der Fall. Das Problem ist bloß, man weiß quasi nicht, ob der Hai zurückkommen würde, weil in der Regel Menschen, die gebissen werden,
dann an Land gerettet werden. Das heißt, in der Regel weiß man nicht, wie das weitergegangen wäre oder ob die Haie auch gemerkt haben, so, ah, das ist eigentlich nicht mein Futter, da will ich gar nicht mehr hin. Das kann eben auch sein. Und dann hat man eben auch herausgefunden, dass bei den Unfällen mit den weißen Haien, dass das in der Regel junge Haie sind, also die so 2 bis 3 Meter groß sind. Und das heißt, die sind natürlich auch, die sind, wenn die so groß sind, steigen die erst um auf große Beute. Das heißt, davor essen die eben eher Fische und kleine Haie und sowas. Und erst eben, wenn die so um die 3 Meter werden, fangen die an, Seehunde zu jagen. Das heißt, die sind noch unerfahren. Genau, dann hat man aber gemerkt, dass die Beißintensität geringer ist, wenn Menschen angegriffen werden, als wenn Seehunde angegriffen werden. Weil Seehunde sind natürlich, haben diesen dicken Blubber, da braucht man mehr Kraft, um reinzubeißen. Und das kann man wohl irgendwie an den Bisswunden sehen. Und deswegen ist natürlich die Frage, ob es vielleicht doch kein Versehen ist, wenn sie Menschen beißen. Einfach nur mal ein explorative Nibble. Einfach nur mal gucken, was ist denn das? Genau, es ist halt eben so, dass Haie ja keine Hände haben und quasi mit dem Mund Sachen erkunden. Deswegen kann es genau das auch sein. So, hä, was ist das? Ich beiß mal kurz rein. Oh Gott. Genau. Jetzt ist es so, dass Haie sind farbenblind. Oder können meistens nur in so einem grünen Farbspektrum überhaupt was sehen. Und die haben also ein schlechtes Auflösungsvermögen. Also das heißt, sie sind eigentlich kurzsichtig. Also Auflösungsvermögen bedeutet der Abstand zwischen 2 Punkten, den du noch wahrnehmen kannst. Und das ist bei Haien ungefähr bei 5 CPD, also bei Menschen ist es ungefähr bei 30. Das heißt, Haie können echt nicht so gut sehen. Und deswegen geht man auch davon aus, dass die eben mehr auf Konturen spezialisiert sind. Wir brauchen High-Optiker an ausgewählten Stellen. Vielleicht auch besser nicht. Wer weiß, was die anstellen, wenn sie wirklich gut sehen können. Genau, und jetzt kannst du mal runterscrollen. Genau, und diese Daten haben die sich jetzt, oder dieses Wissen haben die sich zur Verfügung gestellt. Genau, jetzt kannst du mal zu den Bildern. Und dann haben sie sich eben angeguckt, Menschen und Seehunde im Wasser. Das heißt, die haben eine Kamera unten an einem Aquariumbecken montiert und haben da halt Seehunde drüber, also die Seehunde haben da gelebt, Seehunde drüber schwimmen lassen und dann haben sie halt Menschen mit Surfboards, also mit verschiedenen Surfboards, die hatten Longboards und Shortboards und so, mit verschiedenen Surfboards drüber schwimmen lassen und dann haben sie, oder drüber paddeln lassen und dann haben sie auch Menschen drüber schwimmen lassen und dann haben sie so als Kontrolle haben sie eben noch dieses rechteckige Ding. Styroform-Ding da drüber gezogen. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, muss ich auch sagen, das habe ich jetzt auch alles nicht so exakt verstanden. Dann geht es halt um Berechnungen. Also ich meine, zum einen haben sie da, ich glaube, da wo du gerade bist, haben sie so irgendwie die Bewegungen sich angeguckt und ich weiß nicht, ob es da auch darum ging, wie die Wasserbewegung dann auch teilweise sich verhält oder ob es einfach darum geht, wie du quasi die Bewegungsrichtung des Objektes lesen kannst. Aber auf jeden Fall kamen sie da zu dem Schluss, also auch schon zu dem Schluss, dass es halt sehr ähnlich untereinander ist, bis auf das Styroform-Ding. Mhm. Und dann haben sie sich, wenn du weiter runter gehst. Ja. Ich versuche es gerade zu verstehen, das ist. Also Motion Strength sind beide, also es geht um die Stärke der Bewegung. Also es geht nicht darum, wie man den Kontrast aufnimmt, sondern wie man Bewegung wahrnimmt, also Veränderlichung an dem Bild quasi. Genau so. Ich habe es halt auch nicht so ganz verstanden. Genau, und hier geht es um, da haben sie halt wirklich quasi Punkt für Punkt die Vektoren angeschaut, um wirklich optisch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Objekten. Ja, und Leading ist immer oben, Trailing ist unten, links, rechts. Ja. Genau. Und haben das so halt eben mit dem Computer wirklich detailliert analysiert. Und es war eigentlich immer, die Ähnlichkeit war, ich glaube, weiter unten kommt es auch nochmal, am größten war vor allem zwischen dem Surfer und der Seehund, der die Flossen abgespreizt hat, der ist jetzt gerade hier nicht zu sehen, der kommt, glaube ich, unten nochmal. Das ist ja ganz oben, ist ein Seehund, der die Flossen angelegt hat. Ja.
Genau, und dann darunter ist ja der Surfer. Und ich meine, hier auf dem Bild schaut es ja schon auch aus wie ein fetter Seehund, ein bisschen der Surfer. Ja, das ist komisch hier, ja. Genau. Ja. Und wenn du nochmal weiter runter gehst. Also das ist der Genau. Seehund Da ist der Seehund mit den Armen. Genau. mit den Flossen und ja, an den Graphen kann man, ich versuche mal kleiner, damit man einen Überblick hat. Ja, das ist total schwer zu übersetzen. Wenn man da drin ist, dann kann man bestimmt total viel mit Distance und Winkeln gegeneinander aufgetragen anfangen, aber für mich ist das überall ein Batman. Außer ganz unten. Ja. Ja, Batman, wo er die Ohren abgeschnitten hat. Das ist eine schöne genau, auf jeden Minigolfbahn. Fall. Ja, auf jeden Fall, das Resultat an der Sache ist auf jeden Fall, dass du halt quasi mit dem Computer kaum Unterschiede siehst zwischen dem Seehund und also vor allem mit dem Arm draußen und dem paddelnden Surfer, aber auch zwischen dem Schwimmer und dem Seehund. Und dementsprechend sagen sie halt so, naja, also diese Verwechslungstheorie ist schon, also macht halt schon Sinn. Dazu kommt, also ich meine, dazu haben sie aber dann andererseits, dass sie halt auch sagen, naja, okay, aber es gab halt auch schon Berichte, dass weiße Haie eben auch so ein Styropor-Ding angegriffen haben, so ein eckiges Teil. Und deswegen schätzen sie, dass eventuell auch vielleicht auch einfach ein Trigger ist, dass etwas länger als breit ist. Dass diese Ratio schon einfach ein Trigger sein könnte. Und sie gehen auch davon aus, dass ältere, also, aber sie wissen das nicht hundertprozentig, weil es hat noch niemand untersucht, aber dass ältere Haie besser sehen können, weil die Augen größer werden und die dadurch eine bessere Auflösung kriegen. Und vielleicht deswegen dann auch besser unterscheiden können. Und Und deswegen Erfahrung haben, und Erfahrung weil haben und ältere deswegen Haie die schon Funktion mal, verbessern. die beißen halt nur einmal in ein Brett Styropor und merken dann, ist nicht lecker. Vielleicht. Vielleicht, weiß man nicht. Ich glaube Ja. nicht. Ich weiß nicht, ob man das weiß, ob ein Hai schon öfter ein Surfboard gebissen hat. Genau, nee, aber auf jeden Fall ist dieses Paper halt interessant, weil das tatsächlich halt das erste ist, das sich wirklich mit dieser Frage mal versucht hat, wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Und genau, aber wie gesagt, ich kenne mich halt auch mit diesem Vektorbewegungsbla, kenne mich auch leider sonst nicht aus. Deswegen kann ich da auch jetzt nicht im Detail erklären, was sie gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz interessant. Ja, cool. Ja. Das könnte man mal irgendwie schön visualisieren. Das ist bestimmt, also. Es ist so eine Art Menükarte auch ein bisschen, ne? Ich hätte gern die Was esse ich denn M1. heute? Die M1 und dann die M2, aber ohne Styropor. Genau, ich nehm heute das G-Menü und ein bisschen J damit bei. Ja. Und einen Arm. Ja. Und ein paar Kontaktlinsen, damit ich genau weiß, dass sie auch das Richtige liefert. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Ja. Weil wir das letzte Mal Citizen Science gemacht haben, weil neulich bei mir auch eine E-Mail kam mit dem Aufruf, weil wir gerade bei Hai bissen und eklig sind. Also hat eigentlich nichts damit zu tun. Aber es gibt so ein Citizen Science Projekt, das nennt sich Dolphin Bycatch Evidence Evaluation. Das heißt, da geht es darum, auf Fotos von gestrandeten Delfinen die anzugucken, dann keine Ahnung, ob du da Sachen markieren musst oder so, aber es geht darum, ob man auch quasi über Fotos checken kann, ob gestrandete Delfine aufgrund von Netzen gestorben sind. Und ja, auf jeden Fall suchen die noch Leute. Also das ist halt schon ein bisschen aufwendiger. Also ich glaube, die sagen, dass du mindestens 5 Stunden oder so dafür investieren musst, also sicher nicht am Stück, aber ich glaube insgesamt. Und ich glaube, du musst vorher so ein kleines, also online so ein kleines Tutorial machen und dann kriegst du Fotos, die du analysierst. Und ich suche das nochmal kurz. Ja, such mal Ja. raus. Mein, wenn wir jetzt noch ein bisschen The Walrus is Present üben, dann können wir uns danach an den gestrandeten Delfinen üben. Also, falls jemand hier
Interesse hat, ich poste gerade mal den Link, sich da zu engagieren. Genau, die sind noch auf Suche nach Leuten, die da was machen. Sehr gut. Exciting Research Project. Very exciting. Dead Dolphins, ja. Also im Prinzip ja, ist es ein Delfin-Leichen-Projekt. Ja, deswegen, also es ist sicher nicht. Nicht für nicht die zart beseiteten. Ja. Ja. Triggerwarnung. Aber es ist sicher auch sehr interessant. Und wichtig. Und auf jeden Fall wichtig. Ja. Ich glaube, ich könnte da nicht so gut schlafen. Ich muss da eher so Walrus is Present weiterspielen. Ich bin zu schlecht. Ich bin echt schlecht da drin. Ich weiß nicht, Jules, wie ist es bei dir? Bist du bereit? Ich bin mute. Oh, André, jetzt, mute? Ja, ich. Okay. Ja, danke, André, für den Hinweis. Ja, nochmal zum Abschluss. Machen wir nochmal 10 Minuten und dann ist das. Okay, wir helfen da wissen. Okay, 10 Minuten, The Walrus is present und dann kann ich so richtig schön verkacken. Aber wir waren doch schon weiter. Merkt sich das nicht, den Fortschritt, den man hat? Muss man jetzt alles nochmal machen? Nee. Hat es nicht die IP-Adresse gespeichert? Doch, hat es. Das hier sind die Tipps. Nee, okay, wir sind jetzt hier, wir können jetzt auswählen. Wir sind schon im Level-Up, ja? Ja, wir sind schon okay, im Level-Up. Ich muss es mal hier auf groß machen. Ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Ja. Da ist in der Mitte vielleicht ein das kleines... Nein, das sind Wolken. Ja, gut. Ein Pickel sehe ich, so eine Art Pickel. Achso, weil ich gehe mal wieder auf, damit die Leute das auch noch größer haben. Ich habe gerade als... So, da sind wir jetzt wieder. Wir müssen Walrösser suchen. André ist mute. Fock, ich bin also nicht. Sagt, dass man das ja, nicht mehr jetzt, hoffentlich, oder? Nein, ich bin nicht mehr mute. Das hat André, glaube ich, gemerkt. Ich kann aber, die ganze Zeit ganz blöde Sachen sagen. Nein, Aber für alle, die nicht wissen, was wir tun, wir haben beim letzten Mal vor 2 Wochen The Walrus is Present gespielt. Es heißt eigentlich Walrus from Space, aber naja, wir suchen jetzt Walrösser von Satellitenbildern. Und wir haben vorher ein Tutorial gemacht, das ist allerdings auch 14 Tage her und ich war richtig schlecht da drin. Wir waren alle richtig schlecht. Am Ende konnten wir es. Am Ende wurden wir besser, ja, ja. 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 Ich würde sagen, pure Image, ja. Ja, pure Image, genau. Mhm. Im Zweifel sagt man pure Image. Genau. Warte mal. Da kannst du den Link nochmal sharen. Sharing is caring. Ja, warte mal. Dann muss ich mal gerade in das andere reingehen. Das andere. Alpaka wird jetzt nämlich auch Walross-Sucher und ja. Kinder. Ich schmeiß den Link. 100 mal 100 Meter Zoom auf das gigantische Walross. Das. So, pure Image. So. Siehst du, der Pickel. War da nicht ein Pickel-Walross? Was? Naja, da war so ein kleines Dings in der Mitte von diesem pure Image. Ja, das aber war das Ladesymbol. Nein, André, come on. Ich egal, bin nicht... das war ein Kackbild, Inga. Ja, es war ein Kackbild. Ja, das hier ist 200 mal 200 Meter. Das ist Schnee. Ja, genau. Das ist kein Wasser. Nee. No Walrus present. No. So, und jetzt. Now we are talking. Wie? Nee. 100 mal 100 Meter? Nee. Nee, ich würde sagen, nee, nein, ne? Nee. Höchstens sehr weit landseitige Walrösser da oben, aber das ist eigentlich schlecht. Nee. Ja. Nee. No Walrus present. Das ist ja schon ein schönes Bild. Ja, also no Walrus present. Nein. Höchstens ein Eisbär, ein richtig dicker Eisbär. Oh, krass. Was ist das denn? Eis. Wir sind jetzt in Alaska, vielleicht. Ist das Wasser dazwischen? Ich glaube, es sind sehr viele angepinkelte Eisschollen. Angepinkelte Eisschollen. Angepinkelte Eisschollen. Ja. Siehst du hier Walrösser? Nee. Nee, ne? Ich vermute, nee, ich glaube nicht.
Ich sehe keine Walröse. Das Schlimme ist ja, wir sind ja im fortgeschrittenen Modus und das bedeutet, die korrigieren uns jetzt nicht mehr so. Nee, weil sie es ja auch nicht wissen. Wir machen jetzt tatsächlich hier. Ja. Wir machen, sagen, nee, hier sind keine. No Walrus present. Was ist denn das für ein schlechtes Bild? Ja, pur Image. Meer, ja. Wasseroberfläche oder vielleicht der Mars. Nee, das ist ja gelb. Das ist der Mars. Das ist. Das ist die Sahara oder so. Ich finde, das schaut aus wie so ein gesuchter Ausschnitt aus so einem Ölgemälde. Ja? Ja. Hier sind irgendwie die Haare von, weiß ich nicht. Hier ist dann so der Kopf. It's a trap. No Walrus present oder pure image? Ja. Naja. Pure image. Pure image, ja. Fockaffe schreibt, das Spiel erfordert einen Input von mindestens einer Flasche Rotwein zur besseren Interpretation. Ja, Fockaffe, go, 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 falls du noch nicht so weit bist. So, das ist... Ich muss jetzt aber hier auch noch mal in den Chatraum die Frage stellen, so, wer ist denn jetzt der Vater von dem Mädchen? Keiner hat sich gemeldet. Vielleicht ist er auch gar nicht da und der guckt vielleicht, überhaupt vielleicht gar ist er nicht da. Kein Twitch. Das kann auch sein. Oder er guckt Hintergrund uns der Geschichte. Nicht zu. Das, finde ich, sieht aus wie so eine Saphiroberfläche von einem Edelmetallstein. Ja, das leuchtet das auch voll schön. Bernstein. Ja, und das ist irgendwie, ich kann da überhaupt gar nicht, dass das von der Erdoberfläche sein soll. Da würde ich sagen, auch pur Image. Weltraum. Ja. Alpaka ist auf Glühwein und er sieht immer noch keinen Walross. Aber jetzt vielleicht bald. Guck mal hier, das sieht doch. Das ist, hier ist irgendwie sowas wie Küstenlinie? Ja, nee. Vielleicht. Das ist eher Frost und Schnee, Alt. Oder? Das passt ja zum Walross. Habt ihr gesehen, ich habe euch das weitergeleitet, sie heißt Freya. Die Walrössin, letztens analysiert habe in einem Stream. Also analysiert ist übertrieben, aber wo sie überall wann geschwommen ist. Jetzt ist sie gerade in den Niederlanden. Unsere deutsche Walrössin vor den ostfriesischen Inseln ist einfach in die Niederlande geschwommen. Und wahrscheinlich nicht bei Walrus. Ist ja auch dabei. Schengen, ist ja okay. Ist Schengen, ja, Schengengebiet. Will sich ja nur kiffen. Die hat gepennt auf dem letzten Bild, was wir hatten. Schau. Ja. Okay, ja gut, fair enough. No Walrus present, würde ich sagen. Ich sehe hier nichts. Ja, aber das Bild ist jetzt mal gut. Das ist ein sehr pur Image, würde ich sagen. Was ist das? Da passiert nichts, auch wenn ich hier an den Reglern drehe. Da sieht man so leicht unten was, aber ja, pur Image. Oh. Das ist schön, aber das ist kein Walross. Nee. Das ist schön, ja, das ist wirklich schön, ja. Ja, was ist das? Vielleicht eine Art Korallenriff. Und vielleicht eine Fontäne von einem Blauwal. Ganz klar. Hey, 50 mal 50 Meter, das könnte sein. Ja, sieht aus wie Regentropfen, ja. Kein Walross. Nein. Das ist eine Windschutzscheibe. Das ist ein. Hallo? Eine Wolke. Oder aber auch eine sehr schlecht aufgelöste Corona-Lunge oder so. Ja, die suchen wir aber nicht. Ja. Es ist kein Walross. Nee, es ist kein Walross. Es sind sehr wenig Walrösser hier. Das gibt mir zu denken. Ich weiß jetzt, warum die so viel zu tun haben, weil die so extrem viele Sachen auswerten, die überhaupt nichts mit der Küstenlinie zu tun haben teilweise. Ja. Das ist der ausgetrocknete Aralsee oder so. Wahrscheinlich. Ich sehe hier auch keinen und ich bin hier und ich bin mit der Brightness am Anschlag und ich würde es gerne noch ein bisschen heller machen, um was zu erkennen irgendwie. Ich sag mal, no Walrus present. Ja. Poor Quality, kann ich doch jetzt schon sagen. Ja. Ich bin so schnell in meinem Urteil, es ist quasi oberflächlich. Kein Walrus. Nee. Ihr seid so fix. André, ja, so verzweifelt. Man sieht es doch. Man kommt nicht. Ja, okay. Kein Walrus. Kein Walrus. Kein Walrus. Kein Walrus. Aber auch, guck mal bei der Brightness mit weniger Brightness, ob das ein wirklich. Was ist das für ein Bild? Okay. Das sind Eisschollen, ne? Ja. Ja. Keine Walrösser. Sicher?
Sind da nicht hier? You Guck mal, sure? ist das nicht ein Ja. Walross? Oder sind da nicht Walrösser drauf? Ab und Also zu? das würde Ich von der hätte Strategie gesagt. eines Walrosses schon Sinn machen, Ich weiß nicht, aber was die Strategie eines Walrosses ist, aber ich würde sagen, das hier und das da hinten, das könnten okay. Walrösser sein. André, wobei ich muss kurz zurückblicken auf unsere Theorie, was Algenfutter und Algen sind unter Mikroskop. Guter Ich Punkt, muss an ja. die Folge erinnern, Ja, an ist ein guter unsere. Punkt. Ist ein guter Punkt. Ja. Mir nicht vertrauen, wenn Vielleicht. es um Biologie geht. Doch, Also nee, keine doch, doch. Walrösser oder Nee, so ist es Walrösser? jetzt nicht. Nee, eher nicht. Nee, ich würde. Nee. Okay. Bei den anderen Bildern war es immer relativ klar, weißt du so. Ja. So. Naja, als wir uns rangearbeitet hatten, ne, dann wurde es klar. Ja, aber wir haben das immer gesehen und dann haben wir uns drüber gestritten, ob das jetzt ein Walross ist oder nicht. Aber Ja, gut. ne. Das wahrscheinlich nicht. Da Nee. so? Nee. Das ist vielleicht so ein Amazonasgebiet oder so. Ja, aber ich glaube, die haben die, ich glaube, die Bilder sind schon nur aus der Ja, sind schon vorsortiert. Also es ist ja nicht Nordpolregion, so, ja. dass du, dass du durch 3 Millionen Dschungelbilder klicken musst. Such das Walross, Amazonas. Ja, man weiß ja nicht, wie die ihr Projekt angelegt Ja, dann würde ich haben. sagen, hier no virus. Oh, fuck, Affe sagt, die IP wird bestimmt morgen für das Projekt Nee, gesperrt. und hier sind wir jetzt schon wieder. Das ist poor image. Was ist das denn? Das ist doch wieder so ein Opalbild. Ja. Ich würde sagen, Kein Walrus. schöner Berg. Wir haben bis jetzt noch gar Ja. kein einziges Walross gesehen. Ja, genau. Ist doch Kacke. So, und jetzt hier die Flecken da drauf sind Flecken und keine Walrösser wahrscheinlich, ne? Oder sind das Walrösser? Die sind nicht geclustert. Es sind halt, sieht aus wie nur Flecken. Oder sind es doch Walrösser? Walrosse. Nee, es sieht von den Flecken, die sind sicher alle sehr ähnlich farbgebungstechnisch und es können keine Walrösser bei der Form sein. Ja, Naja, stimmt. also vielleicht ist da irgendwo so ein Single-Walross dazwischen, was wir jetzt nicht so gut erkennen, aber No virus present. zumindest keine Walross-Kolonie. Hier sind nicht mal Flecken auf dem Eis. No. Poor Image. Da jetzt gesagt, ja, okay, es ist. Da ich jetzt gesagt, ich sehe kein Walross, weil es ist nur Wasser. Na Ja, gut. das ist Wasser. Ja, guck mal hier. Er kann auch pure Image sagen. Es trifft es beides. Okay, da ein Das finde ich bisschen. ihn sehr, das könnte man sich als Gemälde Ja, yeah, das ist hinhängen. schick. Das ist Schönes schick. Bild. Ich möchte jetzt irgendjemand intervenieren und sagen, dass da ein Walross ist aus der Zuschauerschaft? Ich sehe da nämlich keins. Okay. Hier haben wir wieder Kein Walross. kein Walross. Die sollten immer mal wieder so alle 20 Bilder so ein offensichtliches Walross-Bild einfach so Ja. künstlich mit reinspielen, dass man so ein Erfolgserlebnis hat. Mit endlichem Walross. Ja. Ja, und das müssen die auch machen zu Testzwecken, sonst wissen die doch gar nicht, ob man irgendwie wirklich Ahnung hat, oder? Die müssen doch immer mal so ein Probeding damit reinhauen. Ich Vielleicht weiß hatten nicht, wir da sind lauter Pech. Flecken, aber das können ja auch Pinguine sein. Ja. Aber die sind nicht walrossförmig. Auf gar keinen Fall. Nein, ich würde auch nicht sagen, dass das Walrosse sind. Nee. Das ist der Abdruck von Yeti. Der Ja. Fußabdruck vom Yeti. Wir haben den Yeti gefunden. Er ist einfach mal 200 Meter lang. Ja, Now you dann nicht, ganz know. nicht. Sorry. Sorry, nur so. Keine Check. Walrösser. Keine Walrösser? Sind das Walrösser? Nein, das sind Eisschollen. Sind Die keine sind so Walrösser. unförmig, das kann man doch gar nicht. Das ist. Aber es ist ernüchternd.
Das ja. ist wohl, also. Aber es ist auch Wissenschaft. Es ist auch Wissenschaft ist Wissenschaft. Wissenschaft meistens ist in aber Löchern. Gegenstand. Das hier ist keine Walrösser. Das sind Auf auch jeden Fall. keine Walrösser. Das, was wir gerade Nein. machen, das ist schön, aber das Flusskelter da, das ausgetrocknete. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist Wissenschaft. Das, die meiste Zeit ist Wissenschaft so. Ja. Ja, das hier sind Enttäuschend. auch keine Wal. Das hier sind auch keine Walrösser. Das hier ist. Ein pur Image. Ja, das ist überbelichtet wegen mir. Yoshi! Wir sind schon am Ende unserer Vorstellung. Es sei denn, irgendjemand macht jetzt noch einen Raid. Wir Ich können würde einen einen Raid Raid an. machen. Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen hier den Sack zu und raiden jemand anders. Aber Gerade Guerilla den Jungs Sheep, schön, da. dass du da bist. Ja, Ja. ey, ist deine Tochter in Osterholz-Scharmbeck auf der Schule? Genau, Guerilla Sheep ist deine Tochter in Osterholz-Scharmbeck auf der Schule. Julia wurde gefragt, Such. ob sie auf Twitter, ob sie auf Twitch unterwegs ist, weil ihr Papa das guckt. Alpaka möchte. Ja, es ist Ah, gefunden. Griaschi wurde Du wurdest geoutet! geoutet. Ich sag da mal meine Lieblingsbeklatschung und die geht so. So ähnlich wie The Walrus is present. Und Alpaka würde sich, glaube ich, freuen, wenn wir noch ein Walross finden zum Abschluss. Ja, ich guck mal, hier ist kein Walross. Auch immer noch kein Walross. Fio, na, 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 ist auch gerade erst gekommen. Ja, das the problem is, we go to bed very soon. Ja, ich muss morgen sehr früh aufstehen. Hier ist auch kein Walross. Ja, ich glaube, Ja, dass. aber Gorilla schiebt kurz, das war sehr schön da an der Schule und die Kiddies waren echt, war sehr begeistert. Ich war das erste Mal in der Schule und die haben so schlaue Fragen gestellt und die waren so, die haben gar nicht mehr aufgehört mit Fragen. Es war echt sehr cool, das hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube. Ja, schön zu hören, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich bin auch dafür, dass wir noch ein Walross finden. Also ich finde es sonst, ich kann nicht gut schlafen, wenn wir kein Walross. Oh, das hat Potenzial. Das hat Potenzial, sagst du? Aber ich sehe keins. Ich Aber sehe ich nur sehe ein keins, Mini. genau. Ich kann auch noch mal reinzoomen, dann sehen wir mehr keine Walrösser. Rosse. No Walrus present. Mann, ey. Das ist schon wieder das Amazonasgebiet. Keine Walrosse. Pur Image. Ach so. Pur Image. Great work. We have Wir a haben bronze es. Bronze badge. Badge. So versuchen Sie uns bei der Das waren Laune zu 50 halten. Bilder. Don't worry if you haven't Ohne spotted any Walrosse. walrus yet. Filtering images without walrus is an important part of this process. Also, Das beruhigt, ich würde beruhigt sagen, wir mich. bleiben jetzt bei dieser Batch. Und Als ich habe mich überlegt. du hast dich was Ich überlegt. habe mich was überlegt, ja genau. Ich bleib mal unterhalten mal kurz die Menschen, während ich hier Dinge mache. Falls jemand Aber möchte. Alpaka, du kannst ja auch selber noch Walrosse suchen. Ja. Aber es macht wahrscheinlich alleine nicht so viel Spaß. Ja, und wer möchte, der kann natürlich auch noch. Der Dugong hat schon lange nicht mehr gearbeitet, aber ein Dugong-Orakel geht auch immer. Also die nächste Ja. Woche kann man sich vorhersagen lassen. Das, der ist voll aus dem Flow, der macht eigentlich Rätsel mittlerweile, aber ich habe richtig viele Karten dabei. Das könnte noch Oh. jemand machen. Falls jemand wissen möchte, wie die nächste Woche läuft, würde er für euch orakeln. Würde er natürlich auch für André und Julia, falls jemand einen wichtigen Termin hat und wissen möchte, wie es läuft. Habt ihr wichtige Termine? Ich weiß nicht, was denn nächste Woche. Weiß ich auch nicht. Also ich weiß bei mir, was Ich nächste habe einen Woche läuft, aber. Zahnarzttermin. Oh, willst du wissen, wie es läuft? Ja, Vielleicht ich will siehst du wissen, wie ein es läuft. Walross. Moment, Moment! Mo Moment. Moment. Dilan, bist du bereit? Ja, für André mache ich alles. Okay, Aha. pass auf. André, Ja. das ist das Karten, du kennst es schon. Ja. Das machen wir normalerweise auf der Straße.
Dann zieht jemand eine Karte aus diesem Kartenspiel. Dafür muss ich dich nochmal runterlassen, Dylan. Mist. Ja. Das, Ich liebe seinen Hut so sehr. der Hut ist geil, ne? Ja. Ich bin auch froh, dass er den jetzt hat. Vorher musste er nämlich so andere Ödels tragen. Und das beleuchtete Dings. Ich werde das beim nächsten Mal mitbringen. Also eine Lichterkette. André, ich gehe jetzt, so wie es bei einem guten Orakel der Fall ist, mit meinem Finger über diese Karten und du sagst dann Stopp, wenn du das Gefühl hast, dass ich die richtige Fingerposition erreicht habe. Ich starte jetzt. Okay, diese Karte. Oh, es ist diese Karte Die hier. Aalmutter. Die Die Aalmutter. Aalmutter. Die So, Aalmutter. Dylan. Also, nächste Woche für André. Ich würde empfehlen, dass du dir eine schleimlösende Tablette mitnimmst zum Zahnarzt, Okay. weil man weiß ja nie. Und wenn du deine Mutter dazu nimmst, dann wird es noch besser. Silan, die Mama ist aber überhaupt nicht da. Dann nimm doch einfach eine Larve mit von einem Tier, von dem du denkst, dass es ein anderes Tier wird. Das ist bei Aalmuttern nämlich auch so. Silan, das ist total abstrakt, was du da erzählst. Ja und? Also nächste Woche wird überraschend. Und beim Zahnarzt läuft es total gut. Weil es geht nämlich nicht um die Mundschleimhaut. Ist das dein abschließendes Wort? Ja. Das Er ist voll beruhigt offen. mich. Es beruhigt mich irgendwie, Dylan. Dankeschön. Gerne, Es gerne, beruhigt gerne, mich. gerne. Total. Also deine Mundschleimhaut wird nicht angegriffen, glaube ich. Das wollte er damit sagen. Super. Ich würde jetzt Ja. vorschlagen, wir raiden gleich den Forschungsstrom. Das sind Oh. Lambert, Henning und Claudia, die über lustige Sachen quatschen. Und Henning erzählt gerade was von einer mathematischen Hose mit nur einem Loch drin. Und er hat dafür eine Klorolle und einen Ring. Also ich habe den Ton jetzt aus, aber er hat irgendwas damit erklärt. Da schicken wir euch jetzt hin. Von den Walrössern geht's zu mathematischen Hosen. Wenn ihr gerne mitkommen wollt, dann würde uns das sehr freuen. Die freuen sich bestimmt auch. Das sind nette Menschen. Der nächste Stream ist am 24.11. Korrekt? Ja, ne? 24.11. haben wir gesagt. Mittwoch, der 24.11. um 20:30 Uhr ist der nächste Plötzlich-Wissen-Stream. Und wir werden dort ein Spiel anfangen, ein neues, nämlich A New Beginning. Ist ein Point-and-Click-Adventure, hat mit dem Klimawandel zu tun und auch mit Wissenschaft und so, ist von Daedalic. Und da gucken wir einfach mal. Vielleicht werden wir auch noch das ein oder andere Thema dazu nehmen, natürlich. Aber vor allem werden wir mal wieder ein Spiel spielen und so. Ja. Genau, das Aber passiert dann wie kommt man denn demnächst. jetzt zum Forschungsstrom rüber? Muss man Ja. da nicht irgendwo Ja, einen Link wie läuft klicken? das mit dem Raiden? Ich Ich habe habe auch noch keinen nie Plan. geradet. So, Ah, alle oh. Zuschauer, die gerne mitgehen wollen, müssen da oben draufklicken, dass sie jetzt mitkommen können. Und dann kann ich jetzt gleich auf den Knopf drücken und Ah. dann sind wir drüben beim Muss ich auf das Forschungsstrom. Verlassen klicken? Sorry. Okay. Und dann Toll, dass ihr macht es da wart. gut, einen schönen Abend euch allen und sagt Hallo und liebe Grüße an die drei Menschen vom Forschungsstrom. Bis zum 24.11. Tschüss! Tschüss, schön, dass Tschüss! ihr da wart. Macht's gut.